zusammen. Ich bin heute in Rheinbach bei Kathi Honert. Zusammen mit ihrer Familie betreibt sie einen Milchkuhbetrieb mit Ackerbau und Grünland. Heute möchte ich sie bei der Futterernte begleiten, dem sogenannten ersten Schnitt. Also, legen wir mal los. Hi Kathi, schön, dass du dir heute Zeit für mich genommen hast. Hi Theresa, ich freue mich, dass du vorbeigekommen bist, um uns bei der Futterernte zu begleiten. Wir haben heute Morgen schon ein paar Flächen über Wildtiere kontrolliert und werden diese heute Nachmittag mähen. Und das Gras lassen wir dann erstmal anwelken und fahren das dann in einem Tag ins Fahrsilo als Futtervorrat für die Kühe. Super, dann würde ich sagen, starten wir mal. Ja, jetzt stehen wir hier auf dem gemähten Gras. Was macht ihr denn, wenn das Wetter mal nicht mitspielt und es vorher geregnet hat, bevor ihr das Futter einfahren könnt? Ja, dieses Jahr ist das Wetter ja eher etwas wechselhafter wie sonst die Jahre. Und dann hatten wir erstmal den Wetterbericht jetzt die ganze Woche beobachtet. Dann war erst das Wetter ganz gut gemeldet bis einschließlich Freitag. Jetzt ist aber allerdings für Freitag schon wieder Gewitter gemeldet. Dann mussten wir uns gestern kurz umentscheiden und haben jetzt doch nur die Hälfte gemäht, damit wir das Silo noch trocken ins Fahrsilo bekommen. Wenn das Futter dann eingelagert wird, müsst ihr da auch irgendwas Bestimmtes beachten? Ja, gerade wenn das Gras zu trocken ist, also optimal ist so 35% Trockenmasse. Wenn das allerdings trockener ist, müssen wir die Häcksellänge kürzen und dass das richtig dann im Fahrsilo verdichtet werden kann, so dass da keine Luft mehr zwischenkommt. Sonst kann das zu Fehlgärungen oder Schimmelbildungen kommen. Mhm. Und danach wird das dann luftdicht mit einer Folie abgedeckt. Wie lange dauert es eigentlich nach dem ersten Schnitt, bis ihr wieder mähen könnt? Ja, das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Es kommt immer auf die Witterung an, aber im Normalfall so 3 bis 4 Wochen. Mhm. Wie oft könnt ihr denn in einem normalen Jahr mit ausreichend Niederschlag mähen? In einem normalen Jahr mit ausreichend Niederschlag können wir so 4 bis 5 Schnitte machen. Allerdings sind für unsere Kühe der erste Schnitt und der zweite Schnitt am energiereichsten. Mhm. Ja, du erwähnst jetzt den ersten und zweiten Schnitt. Wie unterscheiden sich diese denn zu den anderen? Der erste und der zweite Schnitt sind von der Qualität, vom Rohprotein und vom Zuckergehalt besser. Da strebt man einen Energiegehalt von 6,4 bis 6,9 Megajoule an. Das ist in den anderen Schnitten nicht mehr zu erreichen. Und außerdem legen wir sehr hohen Wert auf die Qualität, da wir möglichst viel Milch aus dem Grundfutter melken wollen, um so Kosten bei dem Milchleistungsfutter zu sparen. Also ist eine hohe Qualität besonders wichtig? Bei der Qualität spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Erstmal die Witterung, die Entwicklung der Pflanze, die Ernte und dann die Silierung. Ja, Kathi, dann vielen Dank, dass ich dich heute bei der Futterernte begleiten und so viel nachfragen durfte. Ja, cool, dass du da warst. Das hat mich sehr gefreut. Wir freuen uns immer über interessierte Besucher. Aber jetzt muss ich auch mal weiter.